Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar von einem kleinen Indie-Game. Das nennt sich The Kite. Ist eigentlich ein sehr schönes Indie-Game, ist hauptsächlich in Graustufen gehalten. Es ist ein kleines Point-and-Click-Adventure. Und ja, ich wollte euch das gerne mal zeigen, weil es mit eins meiner Lieblings-Indie-Games ist. Ja, schauen wir es uns doch mal an. Das Spiel ist übrigens aus Russland, wenn ich mich nicht täusche. Es ist alles auf Englisch gehalten. Ich werde die wichtigen Sachen werde ich auf jeden Fall übersetzen. Ich weiß nicht, ob ich alles übersetzen werde. Ja, und wir fangen an in diesem Apartment, also in dieser Wohnung. Und ja. Jo, dankeschön. So, wir können hier einige Sachen aufheben, wie zum Beispiel das Glas und die Zange. Und wir können auch reden. Wie geht's dir, Andrew? Ich hab Hunger. Gib mir bitte was zu essen. Oh Gott, ich hab gar nichts, was ich dir geben kann. So, dann schauen wir mal, dass wir dem kleinen Andrew was zu essen besorgen. Ein Brot. Wie schön. Das Inventar. Wie komme ich nochmal in das Inventar? Wie war das? War das? Ach, da oben. Okay, alles klar. So, kombinieren wir Brot mit Marmelade. Und raus hier. So, dann geben wir das Brot dem Andrew. Und ja. Danke, Mama. Oh, ich liebe diese Musik. Ich will gar nichts sagen. Ich finde diese Musik so toll. Es ist wahrscheinlich Ole? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tut mir wirklich leid. Ich kann kein Russisch oder welche Sprache auch immer es sein soll. Hi, wie geht's dir? Wie ist dein neuer Job? Dasselbe wie das letzte Mal. Was sollen wir tun? Wir haben noch nicht mal Essen für unser Kind. Da ist etwas in der Tasche. Es sieht aus wie... Das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Tut mir leid. Okay, dann gehen wir nochmal zu Ole oder... Ole... Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Tut mir wirklich leid. Was machst du da? Mascha, mach mich nicht wütend. Probleme sollte man lösen und nicht hinter einer Flasche verstecken. Ich kann's nicht machen. Dieser Scheiß-Test. Diese Scheiß-Zahlen. Ich hasse meinen Job. Oh, ups. Ah, ich wollte auf die Tür klicken. Tut mir wirklich leid. Jetzt müssen wir uns das Gespräch noch einmal antun. Oh, ich habe eins sogar vergessen. Ich werde wahrscheinlich gekündigt, diese Arschlöcher. Jo, gut. Dann tun wir dem Ole doch mal einen Gefallen und helfen ihm bei seiner Arbeit.
Oh je, wie war das nochmal? The number matches minus 5. Pi-Faktor minus 19. Okay, 19. Also wir brauchen jetzt 19. Wir müssen uns 19 zusammensuchen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht in Mathe. Schon eins gefunden. Oh, ich hasse Kopfrechnen. Am liebsten würde ich mir einen Taschenrechner dazu nehmen, aber ich glaube, das passt nicht so gut. Gott, warum muss ich rechnen? Ich hasse Rechnen. Sorry, wenn es jetzt einen kleinen Moment dauert, aber ich bin echt mies im Kopfrechnen. Sehr mies. Eins fehlt uns noch. Fünf brauchen wir, vier haben wir. Das muss man da erstmal rausfinden, ey. Das ist, also ich weiß, es war definitiv nicht auf dieser Seite, sondern irgendwo auf dieser Seite. Aber ja, ne, viele Zahlen und so. Jawohl! Ich hab's gelöst. Ole, ole. Genau, wir gehen jetzt zu Ole. Oder, naja, wie auch immer. Dann nehmen wir das und zeigen es ihm mal. Ole, ich hab's gemacht. Du? Das glaube ich nicht. Excellent. Also, gut. Sehr gut. Bitte hör auf zu trinken. Mascha, mach mich nicht wütend. Tu es dahin, wo sie hingehört. Klar doch. Machen wir doch gerade mal. Was machst du da, du Schlampe? Thank you.
Könnte auch daran liegen, dass sie drin so kalt ist. Vielleicht beides. So. Und der nette Ole hat uns jetzt hier eingesperrt. Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. So, dann nehmen wir mal das Ding auf. Und dann machen wir mal die Schublade auf. Ah, ich hasse es. Jetzt macht die Schublade auf und nimmt die Streichhölzer. Ja, also gut. Ja, das dauert irgendwie immer ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd bemessen. Okay, wir brauchen jetzt den Kübel. Tun den hier rein. Bisschen Wasser. Nehmen das Ding mit dem Wasser voll, genau. Jetzt gehen wir zur Herdplatte. Zur Herdplatte, Mensch. So, machen die Herdplatte an, machen das Wasser heiß. Nehmen das Wasser runter. Aber schön mit Topflappen, damit wir uns die Hände nicht verbrennen. So, das Messer ist festgefroren. Und jetzt holen wir es uns. Jo. So. Und mit diesem Messer schrauben wir jetzt das Teil ab. Boah, ich habe da für manche Sachen echt ewig gebraucht. So. So, und jetzt benutzen wir das hier an der Tür. Was? It didn't work. Kannst du mich verarschen? So. Offensichtlich ist diese junge Frau schon des Öfteren eingeschlossen worden und weiß sich ganz genau zu helfen. So.